zusammen. Ich melde mich wieder, weil ich gedacht habe, ich spreche jetzt mal über ein Thema, über das sich viele Gedanken machen, wenn die Reise zu Ende ist. Und zwar, wie ist das, wieder nach Hause zu kommen? Für mich ist es ja das erste Mal nach circa anderthalb Jahren, dass ich wieder nach Hause gekommen bin. Es ist nochmal anders, weil ich wirklich nur für eine Woche zu Hause war, also 8 Tage von Samstag bis darauf die Woche Sonntag. Das heißt, ich musste mich noch nicht damit auseinandersetzen, was mache ich, wenn die Weltreise zu Ende ist und muss ich mich irgendwo bewerben, keine Ahnung. Das hat ja für mich noch keine Rolle gespielt. Was für mich aber ganz krass war, war eine Geschichte zu erfinden, damit meine Eltern nicht mitbekommen, dass ich nach Hause komme. Und das wurde halt immer schwieriger, dadurch, dass ich irgendwie ein Amazon-Paket nach Hause geschickt habe und ich das erklären musste und all solche Geschichten. Also das drumherum war halt eigentlich ziemlich schwierig und sich nicht zu verplappern, weil gerade auch als ich dabei war, Kleider anzuprobieren für die Hochzeit, wollte ich das gerne meiner Mutter schicken und zu sagen, hey, welches soll ich nehmen? Und hatte die Message schon fertig gemacht, wollte die abschicken, bis mir dann eingefallen ist, so, das kannst du nicht machen, weil dann fliegt das auf, dass du nach Hause kommst. Und das war echt Arbeit, vor allem, weil ich ja wirklich schon seit April eigentlich wusste, dass ich nach Hause gehe für eine Woche. Und das war mit am härtesten. Was dann kam, womit ich nicht gerechnet hätte, ist, dass ich ganz oft und vorher schon darüber nachgedacht habe, wie ist das, nach Hause zu kommen. Ich habe ganz oft dann mit Johanna gesprochen in den USA schon, weil sie auch am Überlegen war, über Weihnachten nach Hause zu fliegen. Und man sich halt die Gedanken macht, wie ist das, wieder zu Hause anzukommen? Was ist das für ein Gefühl? Wie wird man aufgenommen? Und ich habe ganz oft geträumt, diese Szenen, wie das ist, nach Hause zu kommen. Und dann in verschiedenen Variationen. Und im Endeffekt habe ich nur gehofft, dass mir die Überraschung glückt und dass alles super abläuft. Und ja, im Endeffekt war es, ich bin nach Hause gekommen und ich hatte das Gefühl, ich bin nie weg gewesen. Ich habe mich direkt heimisch gefühlt, obwohl sich meine Heimatstadt auch ziemlich verändert hat, aber der Bahnhof war noch der gleiche. Die Menschen sind sofort, ich komme halt aus dem Emsland, das war direkt nordisch wieder. Es war ein wunderschönes Gefühl, wieder in Deutschland zu sein, auch wenn es nur für eine Woche war. Aber dieses Gefühl, zu Hause zu sein und sich trotzdem wohlzufühlen, das war ganz krass. Ich war in meiner Heimatstadt nur für 4 Tage und danach sind wir nach Göttingen hoch. Deswegen kann ich nicht sagen, wie es ist, für eine längere Zeit in der Heimatstadt zu sein. Aber es war für mich generell gut zu wissen, dass ich mich wieder zu Hause fühle und dass es mir nicht fremd ist und dass ich gar keine Lust habe, nach Hause zu kommen oder gar keine Lust habe, irgendwie da zu bleiben. Das war nicht der Fall. Ich habe es total genossen und es war schön. Andererseits habe ich mich aber auch wieder gefreut, nach Australien zu gehen und meine Farmfamilie kennenzulernen. Also es war so beides. Freude, nach Hause zu kommen, und aber auch zu wissen, es geht danach noch weiter. Ja, das war auf jeden Fall eine hammermäßige Erfahrung und überraschende Erfahrung für mich, dass ich mich so heimisch gefühlt habe. Ich werde im Dezember über Weihnachten nach Hause fliegen und werde da circa für einen Monat bleiben. Dann werde ich nochmal schauen, wie es ist, wirklich länger auch zu Hause zu sein, weil ich mir vielleicht vorgenommen habe, zu studieren in meiner Heimatstadt. Und deswegen ist das so ein Probemonat, um zu sehen, wie ist das, erst wieder bei den Eltern zu wohnen auch. Ich habe 8 Jahre lang alleine gewohnt, dann wieder ins Elternhaus einzuziehen, ist schon ein bisschen krass. Aber das wird halt dann so geschaut über Weihnachten. Und dann bin ich halt einfach mal gespannt, wie mir das gelingt und ob das alles gut wird. Weil ich habe auch viele Kommentare bei Facebook gelesen, die Probleme haben, zu Hause anzukommen, die das Travel Fever einfach haben und weiter möchten und sich nicht wohlfühlen. Und ich glaube, das ist ganz schwierig, nach einer Reise wieder anzukommen und in den Job sofort einzusteigen. Deswegen habe ich für mich entschieden, meinen Master zu studieren, weil ich glaube, es ist einfacher, in einen Vollzeitstudiengang zu gehen und ein Studentenleben zu haben, als direkt in einen Vollzeitjob zu gehen. Es ist die Frage, ob das alles so klappt, aber natürlich kann ich mir auch vorstellen, in einen Vollzeitjob zu gehen, weil hier arbeite ich auch 8 Stunden am Tag. Das ist nicht das Problem und ich glaube, daran kann man sich auch schnell wieder gewöhnen und hier bin ich auch ziemlich motiviert, wieder zu arbeiten, nach der langen Zeit, die ich nicht gearbeitet habe. Aber es ist trotzdem wieder anders, in der Realität anzukommen. Was halt super war, ist, dass ich eine Freundin von mir noch gesehen habe in der Zeit, wo ich zu Hause war.
mit der ich auch immer wieder in Kontakt gewesen bin, die somit am stetigsten mit mir Kontakt gehalten habe über die 1,5 Jahre. Und das war auch super. Also man hatte sich viel zu erzählen, klar, auch trotzdem, aber das war auch direkt wieder so gefühlt so wie angekommen sein. Und wo man halt gesagt hat, oh, wir müssen wieder IKEA-Einkäufe machen und wir müssen wieder Kinoabende machen. Und also man hat sich schon wieder was vorgenommen für die Zeit, wenn ich zurück bin. Und das ist halt auch richtig cool, weil ihr Leben hat sich halt auch geändert und ist nicht, sie ist nicht mehr am gleichen Ort, wie wir, wo wir damals gearbeitet haben. Und ich glaube, dadurch ist es auch nochmal anders, weil sich bei ihr auch vieles geändert hat. Ich glaube, es wird anders mit Leuten wieder in Kontakt zu sein, wo halt der Alltag ist und wo sich nicht wirklich viel geändert hat und die vielleicht immer noch im gleichen Job sind und in der gleichen Wohnung und in der gleichen Stadt und nicht wirklich viel zu erzählen haben. Aber das wird auch wieder eine neue Erfahrung sein. Und das ist es ja, worauf es ankommt, wenn man auf Reisen ist, dass man neue Erfahrungen macht im Leben. Und das wird eigentlich nur spannend. Und ja, ihr könnt mir doch einfach mal in den Kommentaren da lassen, wie es für euch war, von der Weltreise wiederzukommen, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Das fand ich auf jeden Fall mal sehr interessant. Und dann zeige ich euch noch ein bisschen mehr von meiner Reise hier in Australien und von meiner Zeit hier auf der Farm. Und dann wünsche ich euch viel Spaß damit und bis bald. Macht's gut!